Na knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Bla bla. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Damit versucht er, den Stress zu kompensieren. Man gewöhnt sich daran. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit Ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Na sowas aber auch. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Wenn die Proteaner nicht die ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Geth Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Wir haben schon so ziemlich alle nichtmenschlichen Volksvertreter an Bord. Dann können wir ja auch gleich noch eine Asari aufnehmen.
Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nicht schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Gehen Sie zur Ärztin. Alle anderen wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benesia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Gut, wir haben unser neues Teammitglied dabei. Ein Erfolg, ein Codex-Eintrag und Liara mit an Bord. Ja, mit Liara ist es... Oh, ich sehe schon, wir haben hier direkt ein Missionsziel gefunden. Aber gut, es wird nicht direkt irgendwas gesagt. Okay, hätte sein können, dass wir direkt in irgendeine Dingens kommen. In irgendeine Zwischensequenz. Dann wollen wir erstmal runtergehen und ein bisschen mit den Leuten reden. Vielleicht sind sie ja jetzt ein bisschen gesprächiger, nachdem wir einen Hauptauftrag geschafft haben. Fangen wir zum Beispiel gleich mal hier an. Hier müsste doch Kaidan noch rumstehen. Genau. Liara ist bestimmt drüben bei Dr. Chuck was mit. Brauchen Sie was, Commander? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ist das eine offizielle Frage, Commander, oder ganz unter uns? Okay, sehen wir es offiziell als inoffiziell an. Haben Sie was auf dem Herzen? Ganz ehrlich, hier stimmt irgendwie alles nicht. Dieser Saren sucht nach Aufzeichnungen über eine Art galaktischer Zerstörung. Können wir keine Verstärkung beim Rat anfordern? Tut mir leid, Commander. Aber hier wird etwas auf dem Silbertablett geliefert, das ein gewisser jemand einfach nicht erkennt. Wir haben unsere Befehle. Nörgeleien werden daran nichts ändern. Versteh schon. Ich denke nur, dass eine Gruppe, die so lange zusammen ist wie der Rat, das hätte kommen sehen sollen. Tut mir leid, wenn ich zu informell geworden bin. Das Protokoll wurde beim BAAT oft genug vernachlässigt. Erzählen Sie mir davon. Biotische Akklimatisierung und aktive Temperenz schaffte es nicht bis zur Schleuse. Für die Kids, die sie dorthin zerrten, war es das Lager Gehirnwäsche. Tut mir leid. Zerren trifft es ja auch nicht. Wir wurden ermutigt, uns einer Einschätzung unserer Fähigkeiten zu unterziehen, damit ein Verständnis für Biotiken erlangt werden konnte. Es gibt schlimmere Ergebnisse von versehentlichem Ausgesetztsein von E-Zero im Mutterleib. Schlägt sogar die Hirntumore, mit denen einige der Kids aufgewachsen sind. Ist es fraglich, wie sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotika gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetics die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero ist die Raumstation Gagarin, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ULG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Zumindest waren sie da draußen nicht allein. Das ist wahr. Es gab da einen kleinen Kreis, der sich jeden Abend traf, bevor wir ins Bett mussten. Aber wir hatten nicht viel zu tun. Damals war es nur eine Forschungsplattform und Kinetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Dann hatten sie bestimmt ziemlich viel Zeit, einander besser kennenzulernen. Ja.
Nach dem Abendessen haben wir immer zusammen rumgesessen. Karten gespielt oder Netzwerkspiele. Es gab da dieses Mädchen namens Rana, das einen kleinen Kreis um sich herum versammelt hatte. Sie stammte aus der Türkei. Ihre Familie war sehr reich, aber sie war clever und unglaublich bezaubernd, wunderschön, bildete sich deshalb aber nichts ein. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Das klingt, als wäre sie für sie etwas ganz Besonderes gewesen. Das war sie. Vielleicht hat sie dasselbe empfunden, aber es hat sich einfach nie ergeben. Training, Sie wissen schon. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Das ist wahr. Aber wir hatten nicht viel zu tun. So. Damals war es nur eine Forschungsplattform. Und Kinetics ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Sie waren alles Teenager. Sie haben bestimmt einen Weg gefunden, sich die Zeit zu vertreiben. Ich gehöre nicht zu denen, die so etwas tun, Commander. Zumindest nicht einfach so. Es gab da ein Mädchen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe. Das kennen wir. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Dann gehen wir noch dazu über. Und Sie wissen sicher von absichtlichem Aussetzen. Das weiß niemand. Heißt nicht, dass es nicht passiert ist. So groß wie die Aussetzungen waren, war es schwierig, Unfälle nachzuverfolgen. Damals war es anders. Niemand kannte das Potenzial, weshalb es auch nicht viele Vorschriften gab. Alles, was Kinetics anfasste, wurde zu Gold. Ich sage nicht, dass sie absichtlich Antriebe über unseren Außenposten explodieren ließen. Aber im Nachhinein waren sie immer verdammt schnell auf dem Plan. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Gut, haben wir ein bisschen was über Kailan erfahren. Der hat ja vorher noch ziemlich verschlossen reagiert, wenn wir hier ihn gefragt haben. Noch ein paar Sachen zum Einsammeln, sehr schön. Hier hinten ist niemand. Gut, dann wollen wir mal schauen, ob Yara da ist. Und wollen mal schauen, wie sie so drauf ist und sie kennenlernen. Ja bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Okay, das kennen wir schon. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Mit Dr. Chaukas gibt es halt einfach nicht so viel zu besprechen, aber Liara wird sicherlich, genau hier sitzt sie, hier hinten drin sein. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Sie sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chaukas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Sie sind in guten Händen. Dr. Chaukas weiß, was sie tut. Ich habe Ihnen nie richtig gedankt, dass Sie mich vor den Gate gerettet haben, Commander. Wenn Sie nicht gekommen wären... Ich bin nur froh, dass wir rechtzeitig gekommen sind. Das bin ich auch. Ich weiß, dass Sie ein Risiko eingingen, indem Sie mich an Bord dieses Schiffes brachten. Mir ist nicht entgangen, wie Ihre Crew mich ansieht. Sie trauen mir nicht. Aber ich bin nicht wie Benesia. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen, Saren aufzuhalten. Ich verspreche es. Machen Sie sich keine Sorgen, Liara. Ich vertraue Ihnen. Ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Es bedeutet mir viel, das von Ihnen zu hören, Commander. Danke. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Irgendetwas daran muss Ihnen doch gefallen. Ich liebe meine Arbeit. Die verlorenen Geheimnisse der Geschichte aufzuspüren, besitzt einen besonderen Reiz für mich. Sie wurden tatsächlich von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Darum finde ich Sie auch so faszinierend, Commander. Bin kein Artefakt, das Sie mit in Ihr Labor nehmen können, Doktor. Es tut mir leid, Commander. So habe ich das nicht gemeint. Es ist nur... Ich bin sonst nur den Umgang mit Daten und Computern gewöhnt. Mit anderen Leuten komme ich nicht so gut klar. Ich habe mich von meiner professionellen Neugier leiten lassen. Bitte vergeben Sie mir. Reden wir über etwas anderes. Wissen Sie, warum sich Benesia mit Saren zusammengetan hat? Das verstehe ich nicht. Sie war immer der Ansicht, die Asari müssten sich mehr an galaktischen Ereignissen beteiligen. Vielleicht dachte sie, wenn sie sich mit Saren verbündet, wäre das letzten Endes zum Wohle aller. Zumindest hoffe ich das. Das schmerzt Sie sehr, nicht wahr? Das alles ergibt für mich keinen Sinn. Ich habe seit vielen Jahren nicht mit Benesia gesprochen, aber ich kenne sie. Und das passt nicht zu ihr. Etwas hat sich geändert. Ich würde gern mehr über die Asari wissen. Wir waren die erste Spezies, die die Zitadelle entdeckte. Wir haben bei der Gründung des Rates eine entscheidende Rolle gespielt.
Und wir sind immer bestrebt, bei galaktischen Disputen für eine friedliche Kooperation einzutreten. Viele Leute glauben, dass wir Teil einer einzigen galaktischen Gemeinschaft sind. Jede Spezies trägt etwas zum Wohle aller bei. Aber obwohl wir uns bemühen, die anderen Spezies zu verstehen, geben sich nur wenige Mühe, uns Verständnis entgegenzubringen. Die Galaxis ist voller Gerüchte und falscher Informationen über mein Volk. Zum Beispiel? Die meisten Irrtümer haben mit unseren Paarungsritualen zu tun. Meine Spezies ist monogeschlechtlich. Die Begriffe männlich und weiblich haben für uns keine wirkliche Bedeutung. Wir benötigen dennoch einen Partner, um uns fortzupflanzen. Dieser kann jedoch jeder Spezies und jeden Geschlechts angehören. Das verstehe ich nicht. Ihre Spezies kann sich mit jedem paaren? Paaren ist nicht das richtige Wort dafür. Zumindest nicht in dem Sinn, in dem Sie es meinen. Der physische Kontakt kann zwar vorhanden sein, er ist aber kein essentielles Element der Vereinigung. Die wahre Verbindung besteht auf mentaler Ebene. Unsere Physiologie erlaubt es uns, mit anderen Wesen zu verschmelzen. Wir können sie tief in ihrem Geist berühren. Wir erkunden das genetische Gedächtnis ihrer Spezies. Wir teilen die grundlegendsten Elemente ihrer individuellen und Abstammungsidentität. Dann geben wir diese Eigenschaften an unsere Töchter weiter. So können wir als Spezies lernen und wachsen und ein größeres Verständnis für andere Völker entwickeln. Was geschieht nach der Vereinigung mit Ihrem Partner? Jede Beziehung ist anders. Einige Vereinigungen sind einmalig und beide Elternteile gehen danach ihres Weges. Andere können länger andauern. Manchmal bleiben eine Asari und ihr Partner mehrere Jahrzehnte zusammen. Wissen Sie, wen Matriarchin Benesia als ihren Partner auserkor? Sie hat selten von ihrem Partner gesprochen, aber ich weiß, dass mein Vater, wenn Sie denn diesen Begriff verwenden wollen, eine andere Asari war. Ich dachte, ein Elternteil müsste immer einer anderen Spezies angehören. Denken Sie nach, Shepard. Wenn wir uns nicht mit jemandem von unserer eigenen Spezies vereinen könnten, dann wären wir schon lange bevor wir die Raumfahrt erfinden und unsere Heimatwelt verlassen konnten, ausgestorben. Die Vereinigung mit unseresgleichen ist nicht mehr üblich. Zumindest nicht zum Zweck der Fortpflanzung. Die meisten Asari glauben, dass wir unsere Spezies dadurch schwächen. Asari-Töchter erben die Eigenschaften der väterlichen Spezies. Sind beide Elternteile Asari, dann haben wir dadurch keinen Vorteil. Zumindest ist das die allgemeine Ansicht. Ich bin das, was man auch eine Reinblütige nennt. Auch wenn es keine Asari wagen würde, mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Das ist bei meinem Volk eine schwerwiegende Beleidigung. Es könnte sein, dass sich Benesias Partner ob ihrer Vereinigung schämte. Vielleicht war es ihr peinlich, mich offen als ihre Nachfahrin anzuerkennen. Vielleicht wollte sie sie kennenlernen, konnte es aber nicht. Möglicherweise ist ihr etwas zugestoßen oder sie kam ums Leben. Das könnte sein. Hoffentlich haben sie recht. Aber ich werde es wohl nie erfahren. Benesia hat nie von ihrem Partner gesprochen. Was auch immer geschehen ist, so war es für sie viel zu schmerzhaft, darüber zu sprechen. Sie hat mich allein aufgezogen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Viele Asari ziehen ihre Kinder allein groß, insbesondere dann, wenn die Spezies des Vaters kurzlebig ist. Häufig stirbt der Partner schon, bevor das Kind erwachsen ist. Ja, die Väterin sozusagen, die ist nicht, also die wird nicht unbekannt bleiben, sondern im dritten Teil wird es dann soweit sein, dass Liara tatsächlich ihre Vater-Mutter-Personen kennenlernen wird. Aber dazu werden wir dann dort irgendwann mal noch kommen, denn das wird ein, also das wird für sie auch ein bisschen einschneidend. Also sie wird dann dort, wo sie auf die andere Asari, die halt ihr Vater ist, treffen wird, sehr viel Zeit verbringen und Gespräche führen. Asari können 1000 Jahre leben. Was passiert, wenn ihr Partner stirbt? Nur wenige intelligente Wesen leben so lange wie mein Volk. Wir haben gelernt, unsere Vereinigungen auf eine eher philosophische Weise zu betrachten. Wir konzentrieren uns nicht auf den unausweichlichen Verlust. Wir genießen stattdessen lieber die Zeit, die uns bleibt. Und selbst wenn ein Partner verblichen ist, lebt ein Teil von ihm in uns weiter. Die Einheit ist eine Verbindung, die Zeit und Raum übersteigt. Gut. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Haben wir ein bisschen was über Liara und vor allem die Asari kennengelernt, denn Liara ist eben nur ein kleines Mauerblümchen, das im Prinzip bisher nur für die Forschung gelebt hat, nur in Ruinen herumgekrochen ist und ansonsten eigentlich noch nicht viel Kontakt mit anderen Leuten hatte. Sie ist eben so die typische Außenseiterin, total verschlossen, sehr auf ihre Arbeit bedacht und unbeholfen im Gespräch mit anderen.
Wie gesagt, das wird sich noch extrem ändern. Dann, ich weiß nicht, ob es im Laufe dieses Spiels noch stattfinden wird. Oder ob es dann mehr zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel ist. Aber sie wird dann charakterlich schon ein ganzes Stück anders sein später noch. So, irgendwas wollte ich noch machen. Ich habe es leider vergessen, was ich wollte. Na gut, egal. Ach, bei Ashley, genau. Ich wollte mal in Ashleys Spind. Und wollte mal bei der Rüstung schauen. Denn da haben wir doch mittlerweile einiges, das besser ist. Schon allein die Liberator 3. Ich leg die erstmal an. Ja, bitte. Danke. Aha, sieht sehr interessant aus. Denn dann kann ich mal vergleichen hier. Schadensschutz ist 20 höher. Schild sind gar nicht so viel schlechter. Ich glaube, dann nehme ich die Assassin. Ja. Kriegt sie auch mal eine schwere Panzerung. Sieht auch ganz interessant aus. Gut. Waffen. Ach, die hat noch die Lancer 1 drin. Wahnsinn. Dann nächste Mal. Ach komm. Nimm die Lancer 3. Warum nicht? Hier kannst du haben. Kriegst auch eine Storm 3 noch hinterher. Oben drauf. Und eine Edge 4 kriegst du auch noch. Ich weiß auch nicht, wann wir die das nächste Mal benutzen werden. Mal schauen. So, und hier muss ich jetzt mal schauen, dass ich nicht gerade die beste Waffe nehme. Oh, die Equalizer. Ich glaube, die sollte ich mir mal anlegen. Die klingt doch sehr gut. Okay, da haben wir... Nehmen wir mal hier die Hammer 4. Gut. Haben wir bloß mal... Ashley ist ja nebenbei noch mit ausgerüstet, wenn wir schon mal bei ihr sind. Und jetzt hoffe ich doch, dass wir auch mit ihr mal ein bisschen was besprechen können und ein bisschen was aus ihr rauskitzeln können. Commander, haben Sie eine Minute Zeit zum Plaudern? Eine Sache übrigens noch, weil es immer mal vorkommt, dass in Gesprächen und Zwischensequenzen sich kleine Ruckler drin sind und vor allem die Audiospuren am Anfang abgeschnitten sind. Ich habe gelesen, dass es auch bei anderen Leuten vorkommt, die Mass Effect über Steam geladen haben. Ich habe auch über Steam das mir runtergeladen und spiele das. Und ich habe gelesen, dass das in der Steam-Version wohl öfter mal vorkommt und dass das dort nichts Ungewöhnliches ist. Also das liegt jetzt nicht irgendwie an meiner Technik oder so, sondern das ist halt leider bei der Version so. Kann man irgendwie nicht ändern. Ich weiß es nicht. Okay, Zeit zu plaudern? Natürlich. Eine Tür steht immer offen. Wenn Sie Sorgen haben, immer raus damit. Okay. Ich weiß, dass auf der Normandy einiges anders läuft, aber ich mache mir Sorgen wegen der Aliens, Vakarian und Rex. Bei allem gebührenden Respekt, Commander, sollten Sie wirklich auf dem ganzen Schiff herumlaufen dürfen? Wie ich schon mal gesagt habe, Ashley ist schon rassistisch und deswegen komme ich mit ihrem Charakter auch nicht so wirklich gut klar. Das stört mich halt schon ziemlich. Sie trauen ihnen doch bloß nicht, weil sie keine Menschen sind. Dies ist das fortschrittlichste Schiff der Allianz Navy. Ich denke, wir sollten ihnen nicht uneingeschränkt Zugang gewähren, damit sie ihre Nase überall reinstecken können. Maschinen, Sensoren, Waffen. Dieses Schiff gehört nicht mehr der Allianz Navy, sondern gehört einem Spectre. Das ist ein Unterschied, würde ich sagen. So, können Sie nicht hin? Nee, hier, komm. Das reicht schief. Müssen Sie Ihre Vorgesetzten immer in Frage stellen? Sir! Nein, Sir! Zack, eins auf den Deckel. Tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Ich werde wieder an die Arbeit gehen, Commander. So, okay. Kann sein, dass wir Sie damit jetzt auch ein bisschen verknatzt haben. Commander? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Tut mir leid, Commander. Ich muss meine Pflichten sofort erledigen. Ja. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Kann auch sein, dass wir wohl doch nicht so gut mit dir klarkommen werden in diesem Spiel. Aber naja, das ist dann eben so. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Ich weiß nicht, ob ich Dr. Zonys Geschichte abkaufe. Dass sie nicht mehr mit ihrer Mutter gesprochen hat. Sie sind doch eine Familie, oder? Nicht jeder hat ein glückliches Familienleben. Ich weiß. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass sie auf unserer Seite steht, nur weil Benesia sie nicht oft genug in den Arm genommen hat. Ich werde sie im Auge behalten. Zu schade, dass diese Ruinen zerstört wurden. Dabei hatten sie doch tausende von Jahren überstanden. Das ist beeindruckend. Tja, das ist halt immer so... Wegtreten, Chief. Sir? Es ist halt immer so traurig, auch wenn irgendwelche Kriegshandlungen im Nahen Osten stattfinden und dort dabei... einerseits ist es natürlich extrem traurig, wenn diese Unmengen an Leuten sterben, aber auch wenn ich dran denke, zum Beispiel in Syrien, als Aleppo angegriffen wurde. Aleppo ist eine tausende Jahre alte Stadt, in der viele Gebäude und viele Kulturgüter wirklich ewig lang überdauert haben und das ist einfach weg, weil dort ein Kampf stattfindet. So mies das jetzt vielleicht klingen mag von mir, natürlich ist es extrem traurig, wenn die ganzen Leute dort sterben, vor allen Dingen die Unschuldigen und auch diese brutale Art und Weise, wie sie sterben, aber so auf das Gesamte gesehen
für jemanden in 100 Jahren ist es natürlich vollkommen unbedeutend, ob dort die Menschen gestorben sind, wenn die Umgebung an sich stehen bleibt, weil es wieder bevölkert wird. Aber der Menschheit geht der komplette Kulturschatz dort damit verloren, weil er komplett vernichtet wird. Also das ist schon ziemlich traurig, muss ich sagen. So, und jetzt mache ich nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und es geht gleich weiter.